Alles klar, und weiter geht's hier bei Dragon Quest. Im letzten Part haben wir unsere Monster-Teams geholt. Unsere neuen Mobs, sag ich mal. Und jetzt sind wir auf dem Weg, endlich, endlich die Sidequest mit dem Drachenfriedhof mit dem Cash and Carry zu machen. Hat ja auch lang genug gedauert. Dass die Schutzaura noch aktiv ist, ich mach's mal lieber. Ich keine Lust auf Überraschungen. Nee, nee. Auf geht's. Hab ja noch gehofft, dass wir, bevor wir in den Drachenfriedhof kommen, der da links, mein Bogen fertig ist. Ich halte noch mal ein bisschen rum. Greift mich das Ding noch an? Das rennt tatsächlich auf mich zu. Das kann doch nicht wahr sein. Ich fahre noch, ich fahre genau, ich reite noch mal ein bisschen durch die Gegend. Da ist noch ein Mob. Schau an. Brauchen wir aber nicht, ist wertlos. So eine Truhe noch. Guck mal einer an. Was war denn? Diese Brunnen, die hier übrigens stehen, das sind Teleportationsbrunnen. Die haben da so einen Sandsturm in sich, der mich wieder. Haufen Drachenkoten, na gut. Der mich hin und her porten kann. Können wir nutzen, um schneller von A nach B zu kommen. Ich mach's nicht, denn ich möchte ja gerne, dass mein Alchemiekessel das mal zustande kriegt hier. Das hätte ich gerne noch, bevor ich in den Dungeon gehe. Frage ist, ob das überhaupt passiert. Gucken mal eben ganz schnell nach, wie weit er ist. Das kann man ja sehen. Oh, der ist fast fertig. Der ist fast fertig. Da warten wir noch drauf. Gut, da warten wir noch eben drauf. Dauert nicht mehr lange. Seid versichert. Und dann gucken wir uns diese wunderschöne Gegend an. Auch ist nicht schön. So viele tolle Sachen. Ja, im Dungeon werden wir gleich noch ein bisschen Action haben. Der ist Gott sei Dank nicht wirklich groß. Kommen wir also relativ schnell durch. Ich denke mal, dass es zwei Parts werden. Je nachdem, wie schnell der Bosskampf läuft. Ja, es gibt einen optionalen Bosskampf, der wirklich cool gemacht ist. Irgendwie muss ich ja immer sagen, das hier erinnert mich ein bisschen an One Piece Unlimited Cruise, ne? 2 ist das, glaube ich, wo es die Wüstenregion Alabasta gibt. Kommt mir das immer hier vor. Geniale Spiele. Hallo. Jetzt dürfte es mal Ping machen. Danke. Ab mit dem Alchemiekessel. Mal reinlucken. Aha, er ist fertig und Angelos ultimativer Bogen ist auch fertig. Der Odin-Bogen. Der perfekte Bogen für Angelo. Die beste Waffe. Und als nächstes machen wir für Jessica die beste Rüstung. Und zwar brauchen wir dafür das göttliche Bustier und das schimmernde Kleid. Jupp. Dadurch erhalten wir Jessicas beste Rüstung und die zweitbeste Rüstung im ganzen Spiel. Wow, die ist wirklich, wirklich gut. Und das Schöne ist, auch das verbessert ihr Aussehen. Oder ändert ihr Aussehen. So, Transfer Odinbogen. Wow, knapp 100 an Stärke hinzugewonnen durch den Odinbogen. Richtig geil. Und jetzt können wir uns auch endlich nach knapp 5 Minuten Rumerzählerei in den Dungeon begeben. Du mal wieder. So, der Baumrind springt schon mal rein. Auch wir hinterher. So, Carrie, dann gehen wir los. Wo wart ihr denn? Ich will mich doch nicht einfach zurücklassen. Hör zu, wir müssen uns beeilen. Jetzt aber los. Und zwar da, die kapiert? Los, auf. Ja. Und theoretisch hätte Cash schon 50 Mal hier durchlaufen können. Und Carrie wäre schon verhungert.
Aber nein. Der erste Weg führt uns, glaube ich, hier lang über das Gerüst. Oder? Hier geht es noch nach unten, genau. Ich möchte nämlich gerne hier durch. Hier durch, ja. Wenn hier jetzt den ersten Gegenstand, beziehungsweise den zweiten nach der Karte. Ja, voll der Drachenkopf. Und das ist eine Mini-Medaille. Brauchen, glaube ich, nur noch 10 Stück, dann haben wir den letzten Preis, kriegen wir den letzten Preis. Darum geht es mir nicht, der letzte Preis. Das haben wir ja, habe ich euch ja mal gesagt, was das ist. Das bringt nicht viel, aber gut. Wenn die Mini-Medaillen auf dem Weg finden, nehmen wir sie natürlich auch dankend mit. Aber Priorität hatte wirklich der Preis für 99 Medaillen, den haben wir gekriegt. Und der Rest, ja, jetzt geht's hier lang, der Rest ist eigentlich egal. Mal runter gucken, überall ist total die Giftlache da unten runter. Nicht schön, nicht schön. Nächste Ebene. Großes Gebiet, wirklich großes Gebiet, aber eigentlich relativ leicht, was wir machen müssen. Als erstes können wir hier rüber gehen, um mal da hinten einen Gegenstand zu bekommen. Genau, da hängt er. Nee, mach mal auf, was haben wir denn da? Yay, ein Haufen Drachenkot. Oh, ist mal erstmal reingegriffen. Oh, Gegner. Oh, traut ihr euch das wirklich zu? Mach mal Stoßgewehr, wir haben ja auch wieder unseren Dämonenspeer ausgerüstet, der macht ja gewaltigen Damage. Nee, du machst mal was anderes, du machst mal Clear und du machst mal schimmernde Schuss. Komm. Die werden auch wohl einiges. Boah, guck dir den Odin-Bogen an. Die werden wohl noch einiges aushalten. Ihr seht das, boah, gut, der erste kippt schon zusammen. Okay. Entspannen wir uns wirklich mal an. Wir müssen nicht mehr so viel investieren. Gut, die haben jetzt alle so ungefähr. Der Urndrache mit seinen 290 Lebenspunkten oder sowas hat natürlich einiges. Ist natürlich der stärkste hier. Aber wenn der schon so leicht umkippt, der Rest ist easy peasy. Okay, ich glaube, es ist der Weg geradeaus. Der Weg links führt nur in eine Sackgasse. Wir schlottern ja schon die Knie. Kreisfeger, knapp an. Jessica zaubert mal knapp. Angelo zaubert mal raus. Sollte ausreichen. Die sind alle weg jetzt. Komm. KO. Was? Es stehen noch zwei. Nein! Erfahrung lässt sich immer noch gut ansehen. Aber naja. Ja, genau. Wir müssen geradeaus und dann direkt nach links. Gibt auch, glaube ich, nicht mehr viele Gegenstände hier, die es abzugreifen gilt. Ich glaube noch ein. Ja. Tauchen hier doch noch so viele Gegner auf. Das ist ja bewundernswert, dass ihr so durchhaltet, aber müsst ihr nicht machen. Angelo ist ja Gott sei Dank, macht ja unbedingt so schön. Schöner Damage. Ja, und Jessica haut natürlich auch imbermäßig gerade rein. 113er. Und zwei Schaden. Voll schlecht. Oh, Jenges. Hat aber kaum übertrieben hier. Der Schmatzer ist eine Schatztruhe, eine Mondraubenknolle. Die nehmen Gedanken an. Ja, gut, ist natürlich jetzt so. Hierfür bin ich natürlich für die Gegner, den Schmatzer zum Beispiel, natürlich super überlevelt. Gut, jetzt haben wir hier so einen kleinen Irrgarten. Und es gibt noch einen Gegenstand zu holen. Kinder, glaub ich auch. Du bist doch eine. Du bist doch gerade mit denen gegangen, oder nicht? Seid ihr ja endlich, Carrie? Ich fürchte nur, ihr kommt zu spät. Cash war bereits vor einer Ewigkeit hier. An eurer Stelle würde ich aufhören, hier rumzutrödeln und hinter ihm herjagen.
Ja, das Problem ist, Cash hat die einfach mal zurückgelassen, wie Alter, wie fies der ist. Das ist jetzt ein bisschen... Natürlich. Wie viel zieht das denn bitte noch ab? Doch noch wohl eine ganze Menge. Nicht schlecht. Also wie man sieht, ja, die physischen Angriffe ziehen kaum was ab, aber diese... Dankeschön. Angelo trägt die heilige Rüstung, die heilt während des Fights. Blitzgewitter. Schau es mal an. Jessica macht mal Bumm. Angelo. Schon mal der Schuss. Kann man draufhauen. MP reicht die Dicke aus. Solange wir unser Monster-Team beschwören können, ist halt alles gut. Angelo kann dann noch heilen. Unser Held hat ja zur Not die Mega-Heilung drauf. Oh, jetzt gibt erstmal ein feines Blitzgewitter. Das Schöne ist ja auch für unseren Helden. Alter, was Schaden. So ein Helden, der hat ja durch, dadurch, dass die Courage so hoch ist, muss er jetzt nur noch die Hälfte an MP für seine Zauber zahlen. Das finde ich sehr gut. Was hat er denn jetzt? Hier muss ich hier lang? Ne, jetzt gehe ich ja zurück. Kann ich zurückgehen. Na gut, komm, jetzt sprechen wir nochmal eine heilige Schutzaura aus, weil wir es uns wert sind. Wenigstens, dass wir hier so durch können. Zauber und sowas, mit Multiheilung. Dankeschön. Okay. Lang. Hallo. Ah, hier. Genau, da müssen wir in diesen Drachenschädel rein. Ich glaube, hier rechts ist der letzte Gegenstand des Dungeons. Ja. Es ist ein... Mittlerweile nutzloser Drachenschild. Hey, na immerhin. Immerhin haben wir den jetzt auch nochmal bekommen. Können wir zu Geld machen. Mal gucken. Jetzt führt mich der Weg. Da unten drunter lang, ne? Genau. Jetzt kann ich mir überlegen, komme ich da drunter, ja? Und hier durch. Und da liegt was. Will ich denn da? Dauert wieder Ewigkeiten, bis er das Szenario lädt. Ich hätte nie gedacht, dass die Monster hier drin so stark sind. Als ich verletzt wurde, ist Kirsch einfach weitergezogen. Mich zurückgelassen. Er ist in höchster Gefahr. Wenn ihr ihn findet und er in Schwierigkeiten steckt, dann vergesst die Prüfung einfach. Lass nicht zu, dass die Monster ihn verletzen. Ich weiß nicht. Nach der Sache mit dem Schlafmittel, vielleicht ist es auch wieder nur ein gemeiner Trick. Nun, es geschieht ihm recht, wenn er sich Ärger einhandelt, einen Verletzten einfach so zurückzulassen. Das ist so erbärmlich. Ja, wir lassen ihn ja jetzt auch zurück. Egal. Das juckt uns ja nicht. Da vorne sehen wir die Tür des Verderbens. Da müssen wir rein. Denn da startet eine epische Sequenz mit einem epischen Bossfight. Und den tun wir uns natürlich auch gleich an. Alles klar, Leute. Weiter geht's hier. Wir können mal mit Carrie, was sagst du? Mein Bruder ist ein Riesenhornochse. Lässt dauernd die große Macker raushängen. Dabei sind wir gleichaltrig. Da kann es glatt sein, dass ich die Erstgeborene bin. Also was bildet der sich ein, um eine kleine Schwester zu nennen? Nach allem, was wir wissen, könnte er mein kleiner Bruder sein. Blablabla. Ja, wir sind hier im Drachenfriedhof am Ende angelangt und wir werden jetzt den letzten Raum betreten, den vorletzten Raum, und ein schönes Szenario starten. Also, let's do this, wie man in Dark Rising so schön sagt. So, da sehen wir schon, da läuft gerade was ganz Übles. What do you say?
you listening? Quit playing around and answer me before it's too late!